Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Factory Town auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir das hier zusammengestellt und ich muss aufpassen, denn das Lager wird da gleich wieder voll werden. Ist ja erstmal nur so ein Versuchsobjekt, sage ich mal. Ich musste aber trotzdem nochmals... Wo war denn hier? Hier, das Lager. So. Denn wir haben mehr Objekte als 4 Stück und dann passt, dann kann es hier zu Staus kommen. Das wollen wir natürlich nicht, so kann ich das verhindern. Ich habe mir überlegt, das hier mache ich mal effizienter. Mir ist da was anderes eingefallen. Wenn ich jetzt da mal die Bänder wegnehme. Denn die Bänder, die sind ja gut auf kurzen Distanzen, aber nicht auf langen unbedingt. Und das habt ihr jetzt nicht in die Kommentare geschrieben, weil ich die noch nicht gelesen habe. Aber vielleicht hat es auch jemand schon zur Auswahl gestellt. So, was ganz wichtig wäre, dass wir hier eins früher runtergehen. So, eins hier runter. Und dann hier wieder hoch, zurück. Das wäre so die Idee davon. Und dann machen wir das mit Zügen hier. Komm schon, so. Und da hinten vielleicht noch eins anhängen für den Turnaround. So, wieder nach vorne. Zum Glück haben wir ein paar Schienen produziert. Gut, passt das schon. Und jetzt brauchen wir da noch einen Punkt, wo wir es abgeben können. Wie sieht das mit der Bahnstation schon wieder aus? Kann ich, geht das so? Wenn ich jetzt hier Ausgabe... Ah, blöd. So, Eingang. Der hat automatisch hier eine Bahnstation Ausgabe und hier auch gemacht. Gut, und jetzt holen wir uns da ein paar Minecarts. Ich hoffe, ich kann mir die leisten. Also Loren. 4 Stück. Ja, da haben wir schon wieder... Ich kann die wieder nicht drehen. Es gibt ja aber einen guten Trick, nämlich die auf diese Seite zu platzieren. Und dann so ein bisschen versetzt losfahren zu lassen. So. Funktioniert da aber glänzlich noch nicht. Na gut, komm. Es gibt keine andere Wahl. Es muss ein Silo hier hin. Und es geht nur... C, für das Clone-Tool vergesse ich immer. Es geht nur, wenn man hier noch eins früher runtergeht. So. Dann habe ich hier ein Silo, der so hinkommt. Und ich habe Schienen, die da runtergehen und dann hier rüber. Und dann sollte ich nur da noch eine Bahnstation zuweisen. So. Eingang. Jawohl. Jetzt funktioniert's. Jetzt nehmen sie es an. Dann holen wir uns da nochmals eine Lore zurück. Muss ich ein bisschen warten. So. Ja, und dank den Silos hier speichert er alles, was die produzieren. Wir können dann hier hochschalten, die Produktion. Die nehmen da alles mit, was geht. Also 4 reicht da locker, so wie es aussieht. Und es kommt hier sehr schnell an. Geht da durchs System durch. Ja, der Sortierer ist im Moment noch nicht so... Also später ist es gedacht, dass wir das halt trennen können. Und dass wir auch noch für andere Abzweigungen haben. Aktuell bringt es noch nicht viel. Es wäre vielleicht anders gescheiter.
Oder so vielleicht. Dann bekommt nämlich die Seite auch was davon ab. So, wir haben hier bereits was und da. Und da hat sie jetzt genau so ein Leder reingenommen, was hier nicht reinpasst. Also es verstopft trotzdem. Nur nicht ganz so schlimm, wie so angenommen. Gut, also das funktioniert schon mal hier. Später werden wir die hintere Seite auch noch schön machen. Und die Farmen, die wir gerne haben möchten, die laufen. So, jetzt gibt es unterschiedliche Ressourcen. Oh, wir haben die Mana-Reinigung. Die Magieschmiede haben wir. Obelisk ohne Boden. Heiltrank und Mana-Übertragung. So. Und wir sind immer ein bisschen hinterher. Mit der Mana-Übertragung könnten wir da schon weiterkommen. So, ich denke, wir machen da mal den Bergbau als nächstes. Oh, die haben keine Steine mehr. Aber gar nichts mehr haben sie. So, dann brechen wir hier doch mal alles ab. Mach das. So, den lasse ich mal doch stehen da. So, hier der schöne Weg weg. Gut. Ja, die Wagen lassen wir fahren, kosten ja nichts. Der produziert, das sieht gut aus. Nur wieder ein kleiner Kontrollgang. Sie haben da bei der Kohle gut gearbeitet. Da haben wir den Radius. Der läuft soweit, wie es sollte. Bei der Kohle haben sie bald... Ah, noch 270. Es fehlt Stoff, der kommt da aber. Und das Lager ist allgemein sehr voll. So, wir haben da Getreide drin, das hätte ich gerne weg. Soll der mal machen. Und dann haben wir da noch... Allen Scheiß, haben wir da Leder. Wir haben Papier und wir haben Bücher. Und die Bücher... Soll er bitte mal hier hinbringen. Das hat in der letzten Folge nicht geklappt, glaube ich. Oder irgendwas war da. Ja, der kann nämlich nicht da hinlaufen. Das hält natürlich das ganze System auf hier. Wir haben aber auch verhältnismäßig viele Steine. Muss man auch sehen. Und wenig Eisen eigentlich. Davon haben wir auch sehr viele verbraucht. Und Holzräder fehlen auch. Ja, jetzt haben sie keine Holzräder mehr. So, der hat ja keine Arbeiter mehr hier. Also, der nimmt die Holzräder mit. Was? Bin ich am Maximum? Ja, braucht 4 Holzräder. So, jetzt kommt das 4., glaube ich. Zum Glück haben wir da noch was drin gehabt. Ach so, der nimmt die natürlich ständig wieder mit. Das ist natürlich weniger praktisch. Und Zahnräder haben wir jetzt auch nicht wirklich mehr. Da kommt, dann stelle ich da halt auch eine Person ein. So. Die bringt die Bretter dahin. Es braucht jeweils 2 Bretter für ein Rad. Also noch einer, der Bretter bringt. So. So sollte das lösbar sein. Produzieren sie da wieder was. So. Dünger ist am Füllen. Wir haben aber noch gut. Die Fabrik läuft auch noch. Sehr schön. So, und da blockt uns etwas alles ab. Ist aber nicht schlimm, dann füllen sich nämlich hier mal die Silos. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht wäre es auch gar kein schlechter Tipp, hier einfach mal die Eingänge dicht zu machen. So, dann kann ich das beruhigt weiterlaufen lassen und da wird einfach mal produziert. Denn wir brauchen ja, wir brauchen da schon einiges. Gut, es gibt hier halt verschiedene Gruppen von Dingen, die hier entstehen. Und am besten verpackt man die und entpackt man sie wieder an einem anderen Ort. Wie zum Beispiel hier vorne dann. Es gibt aber, wir sollten diese trennen. Man sollte nicht dasselbe... Also die Eier und die Milch. So, wir können in der Küche schauen, was wir daraus machen können. Aus der Milch können wir Butter machen oder Käse mit Stoff in Verbindung. Und die Eier...
wir könnten sie noch mit Zucker zu einem Proteinshake verarbeiten. Wir können aber auch beides hier erstmal abgeben. Also die Milch und das Ei werden hier auch verkauft. So, wo ist denn hier? Da ist der Proteinshake. Da gibt natürlich viel mehr. Ganz klar. Wäre aber nicht so schlecht. Zucker, wir müssen aber noch Zucker finden irgendwo. Das ist halt so die Sache. Des Weiteren könnten wir mal ein bisschen Fischöl herstellen. Also es gibt halt so viel zu tun. Da kannst du fast nicht alles aufeinander machen. Ist leider so. Dann stellen wir doch aus der Milch Butter her. Und die Butter, die kann man klar auch weiterverarbeiten. Aber die würde ich dann erstmal zum Markt bringen. So. Und der Markt, der wird eine Anbindung brauchen an das System. Also wir werden hier einen Schienenstrang ziehen müssen. Sobald da mal die Kohle weg ist, denke ich. So. Also. Dann würde ich doch sagen, fürs Erste brauche ich eine Küche, die ich hier nicht bekomme. Ah ja, wir haben ja noch was freigeschaltet. Da, die Magieschmiede und der Obelisk ohne Boden. Und da brauchst du schon Mana-Steine. Also, wir haben da die Küche. Die kommt erstmal hier hin. So. Die kriegt das Rezept. Wo ist der Butter? Oder die Butter? Hier. Und aus den Eiern machen wir nichts. Die führen wir direkt zum Markt. Erstmal. Gut, und jetzt kommt da halt schon was in den Weg. Und das ist sehr schön. Zuerst muss ich jetzt Rohstoff entfernen, also Geld dafür einsetzen, dass ich danach nochmals, dass ich selbst gepflanzt habe, das wollte ich sagen. So, ein bisschen Platz machen da. Auch da drüben. Dann gibt es da ein Input. So, der kommt von da. Oder nee, der kommt von da oben, denn ich möchte da nur... Kann ich jetzt da einen Pusher hinmachen? Ein Greifer ist das. Ja, kann ich. Und der hat auch schon einen Filter drin. Auf Milch. Milch da, so. Jetzt kommt da Milch rüber, sehr schön. So, die wird hier zu Butter verarbeitet, braucht nicht mal Kohle. Ich wollte schon sagen, wir haben hier Kohle. Das braucht es nicht mal dafür, sehr schön. Jetzt habe ich hier auch noch Milch. Jetzt mache ich hier wieder eine Rückleitung. Dass alles, was hier rausgeht, da wieder zurückgeleitet wird. Wird aber nicht aufgehen. So. Danach machen wir noch eine Leitung. Und es ist jetzt halt erstmal ein bisschen improvisiert hier um das Zeugs herum. So. Hätte man da gleich alle Bäume entfernt. Ah komm, ich nehme jetzt hier ein bisschen Luftstein weg. Gefällt mir nämlich nicht da so. Gut, dann mache ich da noch einen Greifer hin. Und der ist mit einem Filter auf Ei. Gut. Danach kommt das Ganze hier. Sollen wir das mit dem Verpacker erstmal installieren? Was kostet denn der Verpacker? 30 Steine. Und die 30 verstärkten Bretter. Ich weiß halt nicht. Dann müssen wir auch hier drüben einen Verpacker setzen. Also hier in der Nähe. Oder dann... Ja, wenn danach halt das Zeugs hier weg ist, kann der Verpacker auch dahin. Ich denke erstmal ohne Verpacker. Danach mit Verpacker. Okay. Dann käme hier und hier ein Silo.
Wo wir dann die versandbereiten Produkte behalten. So. Das kommt ja auch hier raus. Da seht ihr, kommt Butter raus. Der geht hier in den Silo. Oder drüben gehen Eier rein. Gut. Eine Schiene, von welcher ich nicht weiß, wie viel wir haben. 200 Stück. Das reicht im Moment. Die geht hier gerade durch. Ah, die armen Fische hier. So, ja, ihr seht, die gehen da weg. Ich möchte sie nicht zu sehr einschränken, dass wir da schon noch ein bisschen was produzieren. So, geht hier Schiene entlang. Ja, ich krieg's wieder mal hin. So, da nach hinten. Ja, hier ist halt ein kritischer Punkt, aber wir lassen das da irgendwo ausladen. So, und die Steine da, die brauchen wir jetzt für einmal nicht. Es gibt noch genügend Steine auf der Map. So. Gut. Oh, jetzt sind nicht mehr viele Fische. Okay. So habe ich jetzt meine Fischreserven auch verspielen können. Grandios. So, da hat er sogar die richtige Kurve. Jetzt hat er hier die richtige Kurve. Und dann wollte ich schon sagen, hier. Ah. Eine Gerade. So. Gut. Sollte ein geschlossener Kreislauf sein. Hier erkennt er noch was. Das machen wir mal auf aus. Da will ich nichts einlagern. Und hier vorne sammeln wir das Ganze sonst nochmals in Silos. So, und da wäre mit Filter Milch. Und da wäre mit Filter Ei. So. Dann kommt da natürlich eine Bahnstation hin. So. So, da ist jetzt eine Ausgabe und da ist ein Eingang. Gut, da fehlt dann nur noch das da. Ja, nach und nach können wir halt die Linie hier noch effizienter machen dann. Nur am Anfang, ich kann jetzt nicht alles auf einmal hier umstellen. So, für die Lore fehlt mir tatsächlich Eisen. Was ein Glück, dass ich hier noch zwei Loren habe, die aktuell nicht verwendet werden. Jetzt funktioniert's. Komischerweise, jetzt geht's. Okay, jetzt verkehren da erstmal die beiden. Weil, ja, so viel ist jetzt da noch nicht, weil wir das System hier verstopfen lassen. So. Und zwar hier ist jetzt... Wieso kann der Dünger da nicht zusammenstecken? Also ich lass mal mit einem Greifer hier die Milch rausnehmen. So. Und sobald die Milch da weg ist, kann da Dünger ablaufen und dann sollte da wieder etwas reinlaufen. Bisschen zu chaotisch, wenn es nach mir geht. So, ist jetzt weg, genau. Ja, toll. Hauptsache, du nimmst nicht diesen einen blöden Dünger hier. So. Jetzt läuft da Zeugs rein. Jetzt kann ich da auch einen Filter setzen. Einen Blockierer. Ich jetzt da blockiere und da mache ich mal Milch rein. Oder nee, Eier. So. Also Eier dürfen nicht dadurch. Ich sag's, zu schön, dass wir schon drei Eier haben.
So, es gibt einen Trick mit M, kann man da die Dinge löschen. So. Gut, stelle ich wieder auf Milch. So, jetzt ist hier nämlich Leder, Dünger und Wolle. Und hier oben ist nur Leder. Warum das jetzt nicht rüber geht? Na gut, es liegt wahrscheinlich daran, weil da Zeugs reingeht. So, jetzt leeren sich hier mal alle Ställe. Das ist ja soweit gut. Hier haben sich bestimmt ein bisschen gefüllt, jawohl. Hier hat sich gar nichts gefüllt bis jetzt. Es kommt noch. So, und soweit haben wir das da schon mal bereitgestellt. Bis hierhin haben wir das geplant. Ah, ist natürlich schön, wenn man hier als Milch einstellt anstatt Butter. So, tut mir leid. Gut. Ja, und da habe ich halt am Anfang, von Anfang an die Plantage ein bisschen fehl am Platz gesetzt. Man kann das aber immer noch besser hinbauen. Wir können da mit einem kleinen Fix, können wir da das meiste behalten vorerst mal. Und zwar, wenn ich da die Bäume entferne, so. So, und dann hier folgendes Protest hochziehe. So. Eine Zweierlinie und da nochmals eine Zweierlinie. Dann kommt das nur noch mit dem Fisch in den Weg. Und dann hat sich das erledigt hier. Also da hoch, hier rüber, da rüber und dann sonst da mal rein fürs Erste. So. Ich hätte gesagt, das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Die ersten Produkte werden hier weiterverarbeitet. Ja, und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Das können wir noch optimieren dann gleich. Ja, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!